Hallo und herzlich willkommen zu einem klitzekleinen Video von mir. Und zwar geht es heute mal um mein Hörbuch. Das mache ich ja sehr, 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 sehr selten, euch CDs vorzustellen, weil ich eigentlich nicht so der Freund von Hörbüchern bin. Aber jetzt durch Vince ändert sich das ein bisschen. Und zwar geht es diesmal um das Hörbuch zu Paddington, dem Film. Also es ist wirklich das Original-Hörspiel zum Kinofilm aus dem Oettinger Audio Verlag. Und wir haben uns das heute Morgen ab 5 Jahren circa 80 Minuten. Wir haben uns das heute Morgen mit Vincent zusammen angehört. Ich muss sagen, ich bin ein Fan von Paddington, von den Paddington-Geschichten, von den Paddington-Büchern. Ich glaube, ich hatte früher auch Kassetten davon. Und im Moment lesen wir ja auch gerade das Paddington-Buch, was ich euch schon mal vorgestellt habe in einem Video. Da lese ich Vince gerade draus vor. Den Film haben wir allerdings noch nicht gesehen. Ja, heute haben wir uns, wie gesagt, das Hörbuch mal angehört und es ist richtig, richtig schön gemacht. Also ich mag das ja sehr, wenn es wirklich das Original-Hörspiel zum Film ist und dann natürlich jede Person seine zugeordnete Stimme hat. Ist auch für Kinder, glaube ich, einfacher, als wenn du nur einen Sprecher hast. Das finde ich immer ein bisschen schwieriger und auch langweiliger. Und wenn mir da dann die Stimme des Sprechers nicht gefällt, ist sowieso blöd. Und hier hast du aber wirklich die Originalstimmen auch aus dem Film, also Elias Mbarek, der den Paddington spricht zum Beispiel. Das ist richtig, richtig süß gemacht. Wie gesagt, ich bin halt ohne Vorkenntnisse durch den Film rangegangen und den Anfang fand ich schon echt ein bisschen traurig auch. Es war für mich komplett neu, auch wenn ich Paddington so ein bisschen kenne, glaube ich nicht jemals irgendwas über die Vorgeschichte gehört zu haben, also wie es dazu kommt, dass er überhaupt sprechen kann zum Beispiel. Und das wird ja hier im Hörbuch bzw. im Film aufgeklärt. Und es ist richtig, richtig toll gemacht. Für Vince war es noch nichts. Also Vince wird ja jetzt auch erst 2 und ist ja ab 5 Jahren empfohlen. Für ihn muss da mehr mit Musik und weniger, weniger Tovabo einfach im Sprechen sein. Aber ich fand es sehr, 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 sehr schön. Also ich als Erwachsener, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Weil es halt wirklich auch sehr abwechslungsreich war. Es war spannend, es war lustig, halt wie Paddington nun mal ist. Aber es hat auch echt eine spannende Note bekommen. Jeder, der den Film gesehen hat, wird das ja wahrscheinlich wissen. Für uns steht jetzt als nächstes an, wirklich auch den Film zu gucken. Aber ich wollte euch auch gerne das Hörbuch ans Herz legen. Es ist wirklich sehr, sehr schön und das kann man so schön nebenbei machen. Also wir haben zum Beispiel mit Vince dann nebenbei gespielt. Und da sitzt man halt nicht mit dem Kind vor dem Fernseher, was man sowieso schon oft genug macht, sondern da kann man auch nebenbei noch was Schönes spielen, halt sowas Ruhiges, was malen oder so. Oder was basteln, weil es heute Vormittag echt scheiß Wetter war. Und deswegen, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich möchte euch also in diesem kleinen, kurzen Video wirklich das Hörbuch hier ans Herz legen. Ich verlinke euch mal hier Oettinger Audio und auch das Hörbuch selbst unten in der Infobox. Da könnt ihr euch das mal genauer anschauen. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, welche Hörspiele gerade auch für Kinder ihr so empfehlen könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!